Ja gut, servus Leute, wir sind gerade auf dem Weg, um Trockeneis zu kaufen, weil wir machen heute Trockeneis-Experimente. Und ja, wundert euch nicht, dass Samstag kein Video gekommen ist, denn das Video am Dienstag vom werten Herr Basti war das Samstagsvideo, bloß halt vorverlegt, weil das Thema eben besser zur Zeit gepasst hat. Ja, falls ihr jetzt kein Trockeneis bekommen, werden wir euch nachher informieren, ob wir es bekommen haben oder nicht. Ja, wir laufen jetzt erstmal in die nächsten 20 Läden rein und gucken, ob es das gibt. Wir hoffen es natürlich. Wer nicht weiß, was Trockeneis ist, das ist so komisches Eis. Das trocken ist. Das trocken ist. Nein, das ist mit was ist das versetzt? Mit Stickstoff. Stickstoff, genau. Also es ist viel kälter und ihr werdet sehen, was wir vorhaben. Der Wert der Olli muss heute dran glauben. Ach wow. Nein. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Ja. Wir sehen uns, wenn wir es haben oder nicht. Ja. Bis dann. Ich hoffe schon. Tschüss. Ciao. Yeah, smoking in London while the snow fall. In another country, so pardon me for the roll call. Damn, who would've thought the fan base was this immense? On the first fucking train in Paris, so part of my French show sold out. Fans in line, even though it's cold out. Yeah, touring Europe, getting Swiss cheese. Many said I'd never attain it. Now I'm like, bitch, please, what up? Allow me to open up the verse with something so diverse. So Leute, erster Laden abgeklappert und dritte. Ja, die anderen zwei habt ihr nicht mitbekommen. Jetzt lasst sie doch in dem Glauben, dass wir erst in einem Laden waren und uns nicht so viel Mühe für sie machen. Drei Kinder, ja. Ja, also wir waren in drei. Spaziergang. Ja, so ein kleines Mini-Spaziergängchen hier für uns. Ja, irgendwie hat hier gerade kein Laden Trockeneis. Ja. So was, wir gucken mal weiter. Wir werden es schon finden. Wir müssen es finden. Und sonst besorgen wir es uns irgendwann mal aus dem Internet, weil das ist echt geil. Ja, bis gleich. Olli wollte gerade wissen. Nee, was wolltest du? Der wollte fragen, ob er sich. Der will so einen Käse. Der will so einen Käse probieren. Bitte, Daniel, kommst du bitte raus? Ich will den Käse. Ich hab Hunger. Ja. Hungrig und betteln deswegen nach Käse. Gut, Leute, wir haben Eis, aber. Leider, ja, das war's. Aber es ist American Style Cookies and Cream Ice. Es gibt hier kaum Läden, die irgendwie. Also, es gibt eigentlich gar keine Läden, muss man ehrlich sagen. Wir haben jetzt. Vorhin waren es wie viele Läden? Ich glaube, 5 Läden haben wir jetzt durchgenommen. 5 scheiß Läden. Das kannst du ja echt knicken jetzt. Aber. Mein Laden haben wir jetzt noch. Das ist eure letzte Hoffnung. Wenn der das jetzt nicht hat, dann habt ihr ein Problem. Auch unsere letzte Hoffnung. Ja. Ich würde es schon gern machen. Mann. Das sieht voll geil aus. Also wir werden es auf jeden Fall mal noch machen, also lasst euch überraschen. Wenn der hier mit seinem Eisraum spielt. Ich spiel nicht rum. Mit Essen spielt man nicht, Oliver. Ich spiel mit der Verpackung, nicht mit Essen. Ja, ist okay. Tschüss. Ist sie drauf? Nein, sie ist nicht drauf. Du erzählst Vorgeschichte nicht, nachdem du lässt. Okay. Da war gerade so eine voll. Alter, das kannst du kaum erzählen. Da war gerade so voll die große, dicke Frau. Und da, hier, ihr seht ja, ne? Hier ist nicht so breit. Wir laufen halt hier so wie jetzt gerade neben. Ich bin so hinten gelaufen, dass ich Platz habe. Ja, aber davor sind wir halt so neben. Und von vor uns ist so eine komische so eine Frau gekommen, die war so voll düster und dunkel geschminkt. Und hat so voll. Die hat immer so geguckt. Und dann sind wir da so gelaufen. Und die Frau, die ist dann vor uns so gekommen, hat auf den Boden geguckt kurz, ist stehen geblieben. Und ist einfach stehen geblieben, so 3 Meter vor uns. Das ist total interessant, das hört sich voll beschissen und langweilig wahrscheinlich. Ja. Ist so stehen geblieben. Und Olli geht's echt auf die Seite, die bleibt so stehen, guckt uns so an. Also ich dachte ernsthaft, die will uns mit einem Fluch belegen. Ja, echt so. Hätte ich gut zugetraut, dass sie das macht. Boah, das war voll gruselig. Die war echt so. Ja, wie so diese depressiven Leute, die immer so. Alles ist schön, diese Welt ist schön. Nein, diese Welt so, ist grausam. Ja, diese Welt ist. Außer ich. Keine Ahnung. Was labern wir hier eigentlich? Tschüss. Du laberst. Okay, Leute, ich muss kurz eine Geschichte erzählen. Ich weiß, die gerade eben war schon relativ langweilig, aber ich erzähle es jetzt einfach. Heute ist der Tag, die langweilige Olli, Geschichten. Olli, ich muss es mal kurz zeigen. Olli war gerade da drin. Es sieht weit weg aus. Es ist ungefähr 10 Meter hinter uns. Hat gefragt, da im Getränkemarkt, ob die Trockeneis haben. Hat er nein gesagt. Jetzt hat der ernsthaft gefragt, ob der kurz rüberrufen kann, 10 Meter in den Laden nebendran, der dazugehört, und
den Weg ersparen kann, da hinzulaufen und die da mal anrufen kann und fragen kann, ob sie ihm sagen können, ob sie es haben. Ja, Leute, ich bin ein fauler Mensch. Ich mag keine 10 Meter laufen. Aber lauf hier durch Halblaufheim wegen natürlich Trockeneis. Weil wir es nicht kaufen konnten, obwohl wir in 7 Läden waren. Genau, das heißt, ja, scheiße. Wenn wir hier an dem LKW vorbei sind, das ist die schlechte Nachricht daran. Wir haben keins. Ich schon. Er hat Eis, aber wir haben kein Trockeneis. Also das mit dem Trockeneis wird heute nichts mehr. Was wir machen, sagen wir euch gleich. Wir machen hier jetzt einen Cut. Bis gleich. Cut. Also, wie gerade eben erfahren, haben wir kein Trockeneis gefunden. Und dann im Weg hierher haben wir uns überlegt, etwas anderes zu machen. Und wir sind darauf gekommen, dass wir jetzt beide eine Geschichte erzählen. Geschichte vom Typ her ist egal. Wir werden beide eine Geschichte erzählen. Und ihr müsst entscheiden, ob die Geschichte wahr ist oder falsch. Es können beide wahr sein, es können beide falsch sein. Oder eine wahr und eine falsch, oder eine falsch und eine wahr. Ja, also wir wünschen euch sehr viel Spaß. Pech gehabt. Ja, okay, zur ersten Geschichte. Und zwar eine etwas gruselige, creepy Geschichte, die ich euch erzählen werde. Und ja, ihr dürft entscheiden, ist sie wahr oder ist sie falsch. Schreibt es nachher mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Beziehungsweise, gut, der Olli nachher mit seiner Geschichte ist gespannt, was ihr sagen werdet. Also, die Geschichte spielt ungefähr in den 50er Jahren von 1900. Das ist schon super gruselig. Und spielt in einem Hotel, wo ein Mann und eine Frau einchecken. Und beim Betreten des Hotels im Saal, in der Eingangshalle, hat der Mann, sieht mitten in der Halle von dem Hotel, sieht er einen weißen Sarg. Und dieser weiße Sarg steht einfach so mitten da drin. Auf jeden Fall geht der Mann später mit seiner Frau aufs Zimmer hoch und fragt seine Frau, ob sie diesen weißen Sarg, was sie sich dabei gedacht hat oder warum sie glaubt, stellen die da einen weißen Sarg hin. Auf jeden Fall hat die Frau nur geantwortet, welcher weiße Sarg. Sie hat gar keinen weißen Sarg gesehen. Auf jeden Fall ist der Mann später in dem ganzen Hotel rumgelaufen und hat sich umgeschaut und ist dabei in eine Tür zu einem Raum gestoßen, wo mittendrin nochmal dieser weiße Sarg stand, nur dieses Mal offen. Und nebendran stand ein Mann und der Mann hat ihn zu sich hergeholt und hat ihm den weißen Sarg gezeigt und hat ihm gezeigt, wie gut er ausgestattet ist und ob er ihm nicht gefallen würde. Und natürlich total verängstigt ist der Mann zurück zu seiner Frau und hat ihr davon berichtet. Und sie hat das Ganze erstmal natürlich gar nicht geglaubt und war skeptisch und hat ihn gefragt, ob er was getrunken hat oder was mit ihm los ist. Auf jeden Fall ist der Mann und die Frau später in den Aufzug. Die ganze haben eine Wohnung im 7. Stock oben. Und die Frau stand gerade drin, als der Mann auf ein neues diesen anderen Mann von dem weißen Sarg von vorhin sieht, mitten in diesem Aufzug stehen. Und dann hat er gesagt, nein, er möchte lieber laufen. Auf jeden Fall ist seine Frau mit einem Lachen auf dem Auszug rausgekommen, ist zu ihm hingegangen und hat gefragt, was denn los ist zurzeit mit ihm. Genau in dem Moment ist der Aufzug mit samt 6 Leuten, die drinnen waren, 7 Stockwerke runter. Alle waren tot. Ja, und das war meine Geschichte und jetzt kommt der gute Olli. Man muss sagen, eine sehr interessante Geschichte, ob sie glaubwürdig ist, na gut, ich bezweifle es, aber unter Umständen könnte sowas wirklich vorkommen. Und ja, ihr müsst aber entscheiden, also schreibt es unten hin. Jetzt kommt meine Geschichte und ich will erstmal sagen, mach eine düstere Stimmung. Okay, ich fange an. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es war im Jahre 1971 oder 72. Auf jeden Fall waren Bekannte von uns bei Freunden. Ich glaube, es war am 6. Mai oder 6. März. Auf jeden Fall war das Wetter draußen schon schön. Man konnte schon grillen. Mittags haben sie den Grill aufgebaut und alles. Sie fingen an zu grillen. Doch gegen später wurde das Wetter immer dunkler und düster. Die Wolken ging vor die Sonne und der strahlenblaue Himmel war nicht mehr blau, sondern eher grau bis schwarz.
Alle Leute gingen nach drinnen zum Haus, um dort weiter zu essen und eben gute Laune zu haben. Doch dann passierte es. Draußen im Nachbarshaus. Die Mülltonne des Nachbars, sie fiel einfach um. Ja, Leute. Wow, das durfte voll die Soundkulisse hier, das dürfte ein bisschen laut gewesen sein. Aber ja, Leute, ihr dürft auf jeden Fall jetzt erstmal in die Comments schreiben, was ihr denkt, welche Geschichte es war, was seine Geschichte war, was meine Geschichte war, welches und war. Ihr wisst ja, beide können wahr sein, beide nicht. Wir sind gespannt, was ihr schreibt und ja, nochmal so ganz nebenbei, wer sich gewundert hat, dass letzten Samstag kein Video kam, das lag ganz einfach daran, dass... Das habe ich vorhin schon gesagt. Ja, aber ich will es nochmal sagen. Ja gut, für die Leute, die vorher nicht aufgepasst haben. Genau, ich sag das jetzt einfach nochmal. Kann auch sein, ich habe das vorher rausgeschnitten, weil war so 0:15 und deswegen. Ja. Ich möchte da aus tiefstem Herzen nicht... Ja, sprich halt outen. Ja, auf jeden Fall, letzten Samstag kam ganz einfach kein Video, weil wir ja die Videos am Dienstag gemacht haben und deswegen wir gesagt haben, da wir zurzeit relativ viele Videos machen, dass dieses Video dann für diesen Samstag gilt. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir irgendwie jetzt hier jeden Samstag kein... Ach, nächsten Samstag kommt ein Video, Punkt. Es kam diesen Samstag keins, fertig. Ja, und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffen, also, ihr seid nächstes Mal dabei. Mich seht ihr am Samstag. Genau. Und den erst wieder nächste Woche Dienstag. Von nächste Woche Dienstag, mich seht ihr, mich habt ihr jetzt ein Weilchen mal erstmal los, ja. Ihr habt jetzt erstmal wieder den da. Habt ihr ja nicht eure Ruhe. Ja, genau. Ja, und wir sehen uns nächsten Dienstag, den ja dann Samstag. Ich fühle mich hier so im Stich gelassen. Weißt du was? Ja. Bye. Ach, da ist eine Übung. Ach, scheiße. Germany!